So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich kann es euch aber direkt sagen, das erste und letzte Mal Candy Craze UK. Das ist ein Shop, den kenne ich. Woher kenne ich den? Ich habe nach Glowberry Prime gesucht. Die letzte Zeit habe ich die ganze Zeit geschaut. Es gibt von Glowberry so viele verschiedene Sorten. Und eins ist ultra rare. Das ist die Holo Special Edition. Dann habe ich auf Etsy, kennt ihr die Etsy-Seite? Früher habe ich die genutzt, um Samyang-Nudeln zu finden. Samyang-Bulldog-Sorten verschiedene. Habe ich auf Etsy ein Angebot gefunden von einer Glowberry Prime Flasche in der Ultra Rare Holo Edition, was jetzt hier nicht so gut zur Geltung kommt. Und im Bundle war sogar noch eine kleine Prime Flasche dabei als Schlüsselanhänger. Das fand ich cool. Habe ich gedacht, okay, endlich habe ich die für, sagen wir mal, 30 Euro ungefähr. Habe mir dann diese Flasche Glowberry Prime bestellt in eben dieser Holo Edition, wo die Schrift einfach nochmal unglaublich genial rüberkommt und alles, was hier grün drauf ist, ist einfach holographisch und macht einfach einen super fetzigen Eindruck. Ich habe es über Etsy bestellt, aber Etsy ist ja im Prinzip nur eine Plattform wie eBay, wo verschiedene Händler wie du und ich bei eBay privat Sachen verkaufen, können Händler bei Etsy ihre Sachen reinstellen. Als die Glowberry Prime Ultra Rare Holo Edition kam, war ein Zettel drin von Candy Craze. Jetzt habe ich mal nach Candy Craze geschaut und habe gesehen, das ist ja ein in der UK ein extra Shop, der hat auch viele verschiedene Prime-Sorten, die ich noch nicht habe, die ich aber in meiner Sammlung haben möchte. Überall war ich auch auf der Suche nach dem Prime Pinata Colada, was exklusiv nur in Mexiko erschienen ist und dann wieder Leute das importieren mussten und irgendwo raushauen an andere. Jetzt habe ich Pinata Colada da gefunden. Für 80 Pfund. Das sind 90 oder 100 Euro umgerechnet, ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder viel zu extrem. Aber ich habe dieses Paket von Candy Craze UK bekommen. Das hat insgesamt einen Wert von 200, 250 Pfund. Also über 250 Euro. Und das sind insgesamt nur 5 Flaschen drin. Das muss man sich mal vorstellen. 5 Flaschen Prime für 250 Euro und mehr. Was da jetzt aber drin ist, möchte ich euch kurz zeigen, denn hier haben wir schön verpackt. Eine Flasche, brandneu. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann hier auspacke und rausholen will, war das auf jeden Fall brandneu. Eine Flasche Kevin Durant Prime. Ich weiß nicht, wer das ist. Ihr kennt den vielleicht, ich kenne den nicht. Das neue Kevin Durant Prime. Ist das ein Baseballspieler? Ist es ein Footballer? Ist es ein Pornodarsteller? Ist es ein Wrestler? Ich glaube, die haben schon in jedem Sport irgendeinen Prime rausgebracht, außer in der Pornobranche. Demnächst das Porno Prime. Das ist lustig, mit Brüsten drauf und hier unten dann so ein kleiner Hoden. Das ist das Kevin Durant Prime. Das war das günstigste in dem Candy Craze UK Paket. Wieder fette Flasche, sieht wieder stabil aus. Stellen wir mal hier rüber. Dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es sogar schon wieder bereut. Das erfahrt ihr dann aber in einem anderen Video, wieso ich es bereut habe. Da gab es auch hier Logan Paul, der macht doch auch, manchmal boxt der doch auch. Und sein Bruder, der Jake Paul, der boxt doch auch manchmal. Da gab es irgendwie ein Event, da gab es diese Prime Misfits Flaschen. Prime Card, The Prime Card Black, The Prime Card Red. Ach, hier steht sogar drauf hier, KSI Tommy Fury, Logan Paul gegen Dillian Dennis. Das war das eine Event und bei dem anderen steht dann drauf dasselbe. Okay, passt. Misfits Boxing The Zone. 14. Oktober Manchester UK in der AO Arena. Das heißt, beide haben einen Kampf gehabt, also nicht der Bruder, sondern der KSI. KSI gegen Tommy Fury und Logan Paul gegen Dillian Dennis. Und dann hat jeder von ihnen zu diesem Event, was dort exklusiv bei dem Event wieder auch verkauft wurde, eine Flasche rausgebracht. Das ist The Prime Card. 14. Oktober Manchester United, steht nochmal alles hier drauf. Ihr habt hier ein flammendes Design. Ihr habt hier oben auch leicht
Flammen mit dabei. Hier steht The Prime Car, das ist weiße Schrift auf einer schwarzen Flasche, schwarzer Deckel. Das mit einem besonderen Boden, das ist also UK-exclusive, deswegen hat das diesen europäischen Boden, der wieder so rund ist und nicht wie beim Kevin Durant, dieser fette, hohle Boden. 50 Pfund für diese Flasche. Und natürlich auch 50 Pfund für diese Flasche. Das heißt, das sind 100 Pfund. 120 Euro oder irgendwas für diese zwei Prime Card Misfits Flaschen. Die gefällt mir sogar noch ein Stück besser, weil die ist rot. Und um die Prime Schrift herum ist das alles irgendwie goldig. Und hier habt ihr halt auch nochmal wie so Flammen, die so hochgehen. Die ist auf jeden Fall, also die zwei sind auch gefühlt sehr speziell. Irgendwie selten, müsste man sagen. Mega teuer, mega brutal und dann schmeckt alles gleich. Ist bestimmt wieder Metamoon drin, so wie ich das kenne. Dann, komm, wir gehen erstmal zur Enttäuschung. Ich war enttäuscht, weil das Bild auf der Seite von der Pinata Colada sah so toll aus. Ihr habt eine breite, dicke Flasche gehabt. Ihr habt einen pinken Deckel gehabt. Und ihr habt richtig strahlende, helle, super geniale Farben gehabt. Das hat mir richtig gut gefallen. Jetzt kam die Flasche an. Ich habe das versucht mal auszupacken und habe schon gemerkt, irgendwie ist es alles nass und klebrig. Genau bei der Pinata Colada Flasche ist alles nass und klebrig gewesen. Dann habe ich sie aus dem Karton rausgenommen. In der Ecke war einfach immer ein feuchter Furz. Also da war ein Fleck drin, ein nasser Fleck. Irgendwas musste ausgelaufen sein. Es muss mit der Pinata Colada Flasche zu tun haben, denn die ist auch total klebrig gewesen. Und wenn ich mir die jetzt mal angucke, wie die aussieht. Erstens, wo ist der pinke Deckel hin? Der Deckel ist plötzlich gelb. Wo sind die extrem knalligen, bunten, krassen Farben? Das sieht alles irgendwie wieder so holomäßig aus. Aber es sieht irgendwie auch sehr deprimierend aus. Also von einer bunten Pinata ist das weit entfernt. Hier steht Fiesta drauf. Zack. Hier steht noch anderes. Das ist also die mexikanische Pinata Colada. Aber oh, die Schrift, das Etikett. Wie mies ist das denn? Das sieht so richtig wie ein Tattoo, was komplett verrissen wurde. Dann hier um die Prime-Schrift herum. Das ist auch, das sieht aus wie draufgeklebt nachträglich. Also von der Flasche bin ich so enttäuscht. Die sah so toll aus auf dem Bild. Ich habe das Bild bestimmt schon mal eingeblendet. Wenn nicht, blende ich das Bild hier nochmal ein. Die Flasche sah so toll aus, so kräftig, so breit, so cool. Und jetzt ist die irgendwie so rund gelutscht, so bopsig. Irgendwie düster, irgendwie sieht aus wie drei Tage Regenwetter. Dann ist sie auch noch klebrig, dann ist sie auch noch ausgelaufen, dann ist das auch noch die teuerste Flasche in dem ganzen Karton mit 80 Pfund, ca. 100 Euro. Und dann sieht das halt irgendwie voll scheiße aus, ich weiß nicht. Das sieht, hier ist überall irgendwie, als wäre das halt komplett versaut. Deswegen, ich habe das per PayPal bezahlt. Ich habe schon dem Verkäufer geschrieben und gesagt, ich habe mich beschwert, weil, wenn ich das Bild sehe, dann möchte ich auch das haben, was ich auf dem Bild bestellt habe, möchte ich auch geliefert bekommen und nicht einen Artikel, der komplett von dem Bild, was gezeigt wurde, abweicht. Gleichzeitig ist das ja beschädigt gewesen und irgendwie kaputt und irgendwie auslaufend und jetzt alles versaut, finde ich nicht in Ordnung. Aber ob ich da die 80 Pfund wiederkriege und dann die Flasche kostenlos bekommen habe, das wäre natürlich richtig genial. So. Die muss ich auf jeden Fall auch irgendwann mal testen. Ich hoffe, die ist noch gut und nicht vergammelt, wenn die da so komisch ist. Wie findet ihr die? Sieht die etwa gut aus? Wenn man die andere nicht kennt, würde man sagen, das ist ja cool, sieht aus wie eine Pinata, dass die halt so ja, verschiedene Schichten hat und dass es so mexikanisch das passt. Aber auf dem Bild sah das einfach viel besser aus, viel genialer. Aber eins ist noch übrig und das ist cool, weil wie gesagt, ich bin Wrestling-Fan seit dem WrestleMania 40 Prime. Bottle Unboxing bin ich ja auf dem Trip und habe gesagt, ab jetzt will ich alles haben. Und was haben sie in den letzten WWE-Sendungen gezeigt, bei Raw und bei SmackDown? Immer eine fette rote Flasche Prime. Und die ist natürlich auch jetzt hier. Die ist wieder richtig cool, weil die hat auch wieder diesen amerikanischen Boden. Ist wieder breiter, ne? Die ist schwarzer Deckel. Die hat hier das weiße WWE-Logo. Metamoon
10% Kokosnusswasser. Es ist einfach wieder Metamoon-Geschmack. Genau wie WrestleMania 40, genau wie Metamoon selber, genau wie das. Also es ist dasselbe wie das WrestleMania 40 Prime. Die Flasche sieht nur anders aus. Aber es ist nicht so selten wie das WrestleMania 40 Prime, weil das gab es nur bei WrestleMania 40 vor Ort. Das kannst du normal im Shop kaufen für 5 bis 10 Euro oder für 15 Euro, aber das ist ein Unterschied im Gegensatz zu fast 200 Euro. Also das ist common, das ist nicht rare, das ist einfach normal. Eine Sorte, die jetzt zur Wrestling, zur WWE nebenbei veröffentlicht wurde. Und ich finde es cool, Prime X WWE. Ich hoffe, da kommen noch mehr Sorten, noch mehr Designs, dass man die sich sammeln kann, wenn man die sich so hinstellt. Das erinnert mich auch irgendwie an Kane aus der Attitude Era. Das ist richtig cool. Also die Flasche gefällt mir. Wegen dem Teil habe ich überhaupt erst nochmal geguckt, ob ich irgendwo Prime suchen und bestellen kann. So. Was ist euer Lieblingsdesign aus dieser Folge? Die WWE-Flasche? Die Pinata Colada-Flasche? Die Kevin Durant-Flasche? Oder vielleicht eine von den zwei Misfits-Flaschen. Ihr seht, es wächst auf jeden Fall die Sammlung. Ein Paket habe ich immer noch, das packe ich aber in einem neuen Unboxing aus. Und hier bin ich enttäuscht. Das war billig verpackt aus, das Paket war verschrumpelt, dann ist es auch noch kaputt, dann läuft es auch noch aus, dann weicht es auch noch von der Beschreibung ab und mal gucken, was daraus wird. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Kleines Update nochmal zur Pinata Colada Flasche, also die ist komplett versiegelt. Wenn du die oben jetzt aufmachst, dann knackt das richtig, aber ihr seht schon, wenn ich die so halte, es tropft raus. Es tropft raus, das heißt, die ist undicht. Ich habe auch so einen Tropfen mal probiert, das schmeckt total sauer, total vergoren, eklig. Es ist also schlecht, es ist ungenießbar. Du kannst es, brauchst es nicht öffnen und probieren und trinken, das bringt nichts. Das ist jetzt vergammelt. So, jetzt habe ich den Verkäufer ja noch 50 Mal gefragt und er hat jetzt im Endeffekt gesagt, er kann mir 50% vom Kaufpreis wiedergeben, also statt 80 Pfund 40 Pfund. Das reicht mir aber nicht, finde ich nicht in Ordnung, weil, naja, die Flasche, es ist halt einfach, wenn du was kaufst und es ist halt einfach kaputt und dann sagst du ja nicht, ich kauf's halt für einen halben Preis kaputt, ich will es ja trotzdem trinken, ich will es trotzdem testen, ich kann es jetzt nicht trinken, weil es schlecht ist, das heißt, ich muss es jetzt über PayPal laufen lassen und gucken, dass ich da meine 80 Pfund wieder krieg. Da denke ich, würde das auf jeden Fall funktionieren, aber hey, vielleicht Glück im Unglück, weil ich habe die woanders jetzt gefunden, wo die halt dann einfach auch günstiger ist und ja, hätte das jetzt geklappt, hätte ich 80 Pfund bezahlt, so bezahle ich dann nur 36 Euro. Das ist auf jeden Fall ein Heidenunterschied. Also drückt mir die Daumen, dass es klappt mit PayPal, aber bisher habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, deswegen mache ich immer alles mit PayPal, wenn da was ist. Die stehen eigentlich auf deiner Seite und helfen dir, dass es passt. So.